Im letzten oder vorletzten Politikvideo habe ich ja ein Video dazu gemacht, wer die AfD wählt. Ja, und dieses Mal geht es um die Grünen. Wer wählt die Grünen? Links zum anderen Video in der Infokarte und im Abspann des Videos. Nur so nebenbei. Ja, wer wählt die Grünen? Neben der AfD war auch die Grünen 2019 sehr stark. Gegründet wurden die Grünen am 13. Januar 1980. Die Grünen waren sehr lange einstellig. Nur bei der Bundestagswahl 2009 waren die auch mal zweistellig. Auch bei Landtagswahlen war es so. Dann gab es eine Veränderung. Das sieht man an den Wahlergebnissen der Europawahl 2019. 2006 haben die Grünen in Baden-Württemberg nur 11% der Stimmen gekriegt und 2011, also 5 Jahre später, haben die Grünen schon 24% der Stimmen gekriegt und nochmal 5 Jahre später, also sprich 2016, haben die Grünen in Baden-Württemberg sogar 30% gekriegt. Inzwischen stellen die Grünen in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten und, was vor 20 Jahren noch ziemlich unwahrscheinlich war, sind die nun in einer Koalition mit der CDU. Ja, aber warum wählen die nun die Grünen? Experten sagen, es hängt mit zwei Sachen zusammen. Erstens, die Themen. Es sind aktuelle Themen. Umweltschutz, Klimaschutz. Und dafür stehen halt die Grünen schon sehr, sehr lange. Und das zweite Thema ist Polarisierung der Gesellschaft. Das kann man auch sehr gut mit der AfD vergleichen. AfD und Grünwähler würden sich niemals freiwillig an einen Tisch setzen. Aber was macht nun den typischen grünen Wähler aus? Erstens das Alter. Je jünger die Wähler, umso größer ist es auch die Wahrscheinlichkeit, dass die auch die Grünen wählen. Zum Beispiel bei der Landtagswahl in Brandenburg. Da haben nur 5,5% der über 60-Jährigen die Grünen gewählt. Aber anders war es bei den unter 20-Jährigen. Da haben etwa 24,4% der unter 20-Jährigen die Grünen gewählt. Bei der Europawahl waren es sogar 33%. Genauso ist es andersherum. Je älter man ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die CDU wählt. Das wissen die Grünen. Auch deswegen setzen die Grünen auch auf Themen, die so junge Menschen ansprechen. Zum Beispiel sind die Plakate der Grünen bunt, farbig, knallig. Auf dem Plakat sind sehr markige Sprüche drauf. Auf Wahlkampfveranstaltungen werden Grashütchen verkauft, Kondome und man wird dort geduzt. Und Fridays for Future Demonstrationen sehen so aus, als ob die so gesehen Wahlkampf für die Grünen wären. Das liegt daran, dass Luisa Neubauer, eine der führenden der Grünen Jugend, dabei ist. Und
Luisa Neubauer ist auch die zweite Sache, und zwar Weiblichkeit. Die AfD wird meistens von Männern gewählt, aber die Grünen werden meistens von Frauen gewählt. Bei der Europawahl haben 19% der wahlberechtigten Männer die Grünen gewählt. Aber 26% der Wahlberechtigten waren weiblich. Genau sieht es auch bei einer Sonntagsfrage aus. Also Sonntagsfrage ist, da werden die befragt, die Bürger, welche Partei würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Da haben 20% der Männer gesagt, dass sie die Grünen wählen, aber 30% der Frauen haben gesagt, dass sie die Grünen wählen. Also der typische Grünwähler ist schon mal eine Frau. Das liegt auch nochmal an den Themen. Denn es sind Themen wie Feminismus, Chancengleichheit, Gleichberechtigung. Die Grünen versuchen das auch in ihrer Parteiarbeit wieder zu spiegeln. Zum Beispiel ist die Grünspitze eine Doppelspitze aus einem Mann und aus einer Frau. Und in der Bundesfraktion sitzen mehr Frauen als Männer. Zum Beispiel wichtige berühmte Namen sind Renate Künast, Annalena Baerbock, Claudia Roth. Aber der beliebteste Grünpolitiker ist ein Mann, laut Umfragen. Und zwar Robert Habeck, ein Doktor der Philosophie. Und das bringt auch uns schon zum nächsten Punkt, und zwar zum Bildungsbürgertum. Bildungsbürgertum, das ist so ein altes, modisches Wort. Das heißt, weil die Bürger im 19. Jahrhundert sehr gebildet waren, Geld hatten und mehr Privilegien. Das ist heute nicht mehr so, aber es gibt immer trotzdem noch gesellschaftliche Unterschiede. Das zeigt auch die Wahlergebnisse von den Grünen. 15% der Grünwähler haben einen Haupt- oder Realschulabschluss. Aber 31% von den Grünwählern sind Studenten. Also je besser der Bildungsabschluss ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Grünen wählt. Das sieht man auch an den Jobs. Die Grünwähler haben meistens so die Jobs, sind meistens so Angestellte, Beamte, Leute, die einen gesicherten Job haben und ein relativ gutes Einkommen haben. Und die kommen aus Städten, also wo man keine Angst haben muss, dass die Wirtschaft dort schlechter wird. Das zeigen die Zahlen bei der Umfrage. Ein Drittel der grünen Wähler hat im Monat 1.500 Euro zum Leben. Weniger als 1.500 Euro, wohlbemerkt. Ups. Das klingt jetzt so, als ob die Grünen die Partei der Geringverdiener wären, aber das stimmt nicht. Denn man darf nicht vergessen, die meisten Grünen Wähler sind Studenten. Und für Studenten sind 1.500 Euro im Monat schon eine ganz feine Sache. Grünen Wähler sind gut gebildet, verdienen, also kurz gefasst, Grünwähler sind gut gebildet, verdienen ganz gut
und haben keine Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg und sehen optimistisch in die Zukunft. Und der vierte Punkt ist moralische Deutungen. Von den Gegnern der Grünen wären, also die Gegner sagen, die Grünen seien ökosozialistisch und eine Verbotspartei. Das sind Beschimpfungen, die natürlich nicht so gehen. Aber in einem Punkt haben die tatsächlich recht. Und zwar, die Grünen stehen wirklich dafür, dass es so nicht, wie es jetzt läuft, gerade aktuell, so nicht weitergehen kann. Die sagen auch, die wollen auch Sachen einschränken und sogar komplett verbieten. Und Sachen sollen auch kontrolliert werden, sollen künftig geändert werden. Und so weiter. Das gilt für verschiedene Bereiche, zum Beispiel für Fleischkonsum, Flugverkehr, Autofahren und so weiter. Oft spielen die Gedanken mit, wir wissen alles. Wir wissen, was gut ist, wir wissen, was getan werden muss und wir geben das vor. Und wir geben, ja, auch schon 1990 haben die Grünen so gedacht. Also im Jahr der Wiedervereinigung haben die Grünen gesagt, nun reden alle über Deutschland, wir reden über das Wetter. Das ist auch heute noch der Fall. Zum Beispiel, wenn Robert Habeck sagt, wir müssen alle Inlandsflüge bis 2030 streichen. Oh. Oder wenn die Kunden SUVs kritisieren, dass nie wieder SUVs fahren dürfen und so weiter. Wir wissen, die sagen auch, dass die wissen, was gut ist, was getan werden muss, was gemacht werden muss. So sieht es auch beim Kaufverhalten der Grünwähler aus, vor allem bei den jungen Wählern. Das zeigen Untersuchungen. Hier werden Produkte gekauft, die nicht nachhaltig sind, vor allem aus dem elektronischen Bereich. Dies widerspricht natürlich. Sehe ich natürlich und ja. Auch einige Grünpolitiker leben nicht nachhaltig. Gut, das Fazit dazu wäre, wie der typische Grünwähler aussieht, was schon falsch ist, denn wie man jetzt nun weiß, der typische Grünwähler ist oft weiblich, guter Bildungsabschluss, gutes Einkommen, optimistisch, hohe moralische Wortstellungen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten, unter wen auch immer. Bis zum nächsten Video, ciao.